zeigen, wie schnell man da, vielleicht am besten hier, wie schnell man da getäuscht werden kann. Zwei etwa gleich lange Linien und parallel, würden Sie sagen? Ja, sind gleich lang. Zwischen uns einzelne Linien da. Was passiert sofort? Die sind nicht mehr gleich lang. Von unserer Wahrnehmung her. Aber was passiert natürlich sofort, weil wir das mitbekommen haben? Die scheinen jetzt nicht mehr gleich. Nein, wir wissen ja, weil wir das vorher wahrgenommen haben. Mit kleinen Kindern können das übrigens machen, können das, wenn die so einem bestimmten Alter sind, wenn sie das mal machen, sagen, oh, der Papa kann zaubern. Aber da sind wir schon auch bei einem wichtigen Punkt. Die haben eine bestimmte Erfahrung nicht. Deswegen, ab einem bestimmten Alter geht das nicht mehr. Na, da geht es natürlich nicht mehr, weil die sind da immer noch gleich lang. Die holen dann den Zollstock, da kann man was sagen, dass das passiert und messen nach. Aber bis zu einem bestimmten Alter, aber da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt. Was ist, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe? Da kann ich dies nicht richtig einschätzen. Durch Empfindung, durch sinnvolle Zuordnung, kann ich das nicht richtig einschätzen. Und da sind wir wieder bei den Mitarbeitern. Sie haben Erfahrung, das sind Ihre Erfahrungen, was Sie alles gemacht haben. Der Mitarbeiter hat vielleicht bestimmte Erfahrungen, die Sie haben nicht. Die Sie aber voraussetzen. Und der muss doch genauso gestrickt sein, muss doch genauso drauf sein wie ich. Nein, der hat ganz andere Erfahrungen. Und da werden wir ganz leicht und ganz schnell und immer wieder getäuscht. Ich möchte Ihnen das nochmal in einem anderen Beispiel deutlich machen. Ja, erstmal. Ich werde mal ins Fotoprotokoll, kriegen Sie von mir noch einige Beispiele. Noch ein anderes Beispiel, vielleicht auch schon mal gesehen, auch ganz interessant. Habe ich selber mal kurz nur eben gestrickt. Welches ist größer? Welches ist größer? Oder scheint größer? Optisch. Der rechte. Welcher ist jetzt größer? Okay, machen wir eine ganz kurze Pause, 10 Minuten. Sie haben aber warum das eine oder das andere, das ist 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 das andere, Und die ganze Klasse diese Worte dann liest.
Ja? Könntest du dich noch daran erinnern? Ja, da möchte ich einfach mal, dass ich jetzt darauf einlasse. Kann doch ein spaßig sein. Wir haben es ja eine Grundschule, die jetzt anfangen zu lesen. Und ich muss einfach mal alle, hey, jetzt mal lesen. Ja. Also, bitte laut und deutlich lesen. Kennen Sie Zwergelsterne? Nein. Mal das untere Wort ohne die anderen zu geben. Lesen Sie mal, damit man nicht mal versteht. Zwergelster. Sie sehen, wie schnell man auch in eine ganz bestimmte Haltung oder in eine Konditionierung reinkommt. Das geht ruckzuck. Und das passiert ja im Alltag eben mal nicht so schnell. Ne? Nicht so. Aber da kann man auch bestimmte Dinge immer wieder feststellen, bei sich selber feststellen, achten Sie mal darauf, wie Sie in bestimmte Dinge reinkommen und dann plötzlich nicht mehr in der Lage sind, den Abstand zu gewinnen. Sind wir wieder bei den blinden Flecken, sind wir wieder bei der Erweiterung des Handlungsspielraums, dazu brauche ich Feedback von außen. Und das, was wir hier in den Supervisionsrunden machen, ist ja genau das, dass wir die Sichtweise von den anderen nutzen, Erkenntnis an Erkenntnisse zu kommen, aufzuspüren, was sind da möglicherweise an Emotionen, die ich bisher nicht mitbekommen habe, was sind da unterschiedliche Wahrnehmungen, um dies einfach zu erweitern. Das muss man trainieren, das machen wir hier. Ne? Nichts anderes als das zu trainieren, damit umzugehen, da also ja, erfolgreicher zu werden.